Grove Street, home. So, moin Leute und herzlich willkommen zu Let's Play Your Mission an diesem Mittwoch hier. Haltet euch fest, wir haben eine Storyline bekommen. Haltet euch fest, von wem haben sie bekommen? Richtig, von Knockback Player. Knockback Player ist wieder da und hat uns eine Storyline rausgehauen. Und leider ist auch der Einzige, der mir irgendwas geschickt hat, was ich natürlich schade finde, weil Let's Play Your Mission anscheinend langsam ausstirbt und die Leute mir keinen Bock haben, mir Missionen zu schicken. Und ja, lass lange Rede kurzer Sinn, wir spielen jetzt die Sun Analytic Storyline und ich würde mal sagen, los, rein in die Einführung und es startet direkt los sogar. Oh mein Gott, boah, ich bin richtig kaputt. Alles klar, du bist kaputt. Nein, nein, das bist du nicht. Wer sind diese Leute? Wir gehen auf jeden Fall noch einen trinken. Warte, sind das jetzt, muss das sein? Sind das jetzt wirklich die Charaktere, die sie sind? Oder sind das jetzt andere? Ach, was soll's. Fuck yeah. Let's go. Let's go, let's go. Steig ins Auto. Oh, ich habe meine ganzen Karten vergessen, hier wieder anzumachen. So. Oh, ich wollte schon sagen, raus. Danke sehr. So, wohin darf's gehen? Begib dich zur Motel Bar. Nice. Und jetzt haben wir mal eine Storyline bekommen, die nicht so Brainfuck mehr ist. Nicht so Brainfuck. Nicht so Brainfuck wie bei Grilli. Wow, sie hätten auch zu Fuß dorthin gehen können. Extra mit dem... Oh mein Gott, was für faule Säcke das sind einfach. Was für faule Säcke. Yeah, das übliche Schnecke. Ja, und mach hinne hier. Kommt sofort! Freaks. Bitch. Alles klar. Mach mal hin! Oha. Die Wahlen wurden abgeschlossen. Morgen erfolgt das Resultat. Welche Wahlen? Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Website www.nationalelections.com. Hoffentlich gewinnt nicht diese rechtsorientierte Partei NRP. Die werden nicht gewinnen. Die Bevölkerung ist nicht blöd. Okay, sagst zwar du. Weißt du was? Scheiß auf das Bier. Ich habe Durchfall. Wow. Was? 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 Wir sind extra zur Bar gefahren und haben ein Bier bestellt und jetzt... Boah, ich kann's nicht mehr an... Ich kann's nicht mehr halten. Wehe, du scheißt in mein Auto, klar? Wow, die sind extra zur Scheiß... Alter, wie blöd. Wie blöd. Mein Arsch ist wie eine Wüste. Der pennt schon. Was war das denn jetzt? Okay. Wer ist da? Okay. Die Wahlergebnisse sind verfügbar. Ihre Partei siegt. Und welche Partei ist sie allein? Welche Partei ist diese Partei? Ist das die rechtsorientierte Partei oder was? Sehr schön. Okay. Creepy. Vandale draußen. Ungefähr so, ne? Stefan. Wir wollen Freiheit. Wir wollen Gerechtigkeit. Warum wählen dann die Leute diese... Was zum Teufel? Was los? Irgendwas stimmt nicht. Ach du grüne Neune. Ist das ein Drogenverein?
Nein, etwas anderes. Wo bleibt Leisure? Was? Leck mich am Arsch. Okay. Ach du Heilige. Oh shit. Was ist denn da los? Oh, die kämpfen sogar gegeneinander. Krass. Krasse Scheiße, Mann. Chaos. Lass mich raten, die rechtsorientierte Partei hat gewonnen. Ach du Scheiße, die kämpfen wir alle gegen. Oh mein Gott. Tschü. Wir müssen hier weg. Fahr weg. Fliehe vor der korrupten Bürger. Ah, ja. Das sind eingestellte NPCs. Weil ich hab keine Sterne. Oh mein Gott, der ist schnell. Fahr, 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 fahr. So, ey, du scheiß Wichser. Oh, Scheiße. Sind die jetzt gestorben? Okay. Was ist gerade passiert? Okay. Wir machen mit der Glücksversagen? What? Okay. Oh, es geht direkt hier weiter. Danke, jetzt nicht, die wir haben überlebt. Oh, Tatsache, die haben wirklich überlebt. Ich fasse es nicht. Extrem lautes Husten. So ungefähr, ne? Ungefähr so, ne? Oh nein. Er ist tot. Das glaubst du wohl. Selber nicht. Gott sei Dank. Was ist denn geschehen? Die sind zufälligerweise in explosive Fässer reingefahren. Ich glaube, ich weiß es. Du nicht auch? Hat das etwas mit dieser langweiligen Politik zu tun? Ja. Und ob sie wirklich so langweilig ist, dies hast du gerade erfahren. Ja, sieh mal da drüben. Was? Dort steht wohl immer noch alles in Flammen. Das Militär hatte sicher Ausrüstung. Stiehl die Waffen des Soldaten. Alles klar, let's go. Yeah! Geil! Nice! Eine Schutzweste steht eben. Oh, ich habe sogar eine begrenzte Anzahl an Munition nur. Wow. Und ich habe sogar. Boah, jetzt haben wir etwas zur Verteidigung. Ich habe sogar voll wenig Leben. Das kannst du auch laut sagen. Oh. Wir haben nur 16 Schuss und wir haben zwar eine Rüstung, aber sehr wenig Leben. Das ist natürlich ein bisschen kritisch gerade. Wir sollten lieber verschwinden, bevor noch mehr Idioten auftauchen. Ja, wohin? Toll, aber wohin? Ja, wir brauchen ein Fahrzeug. Geh die Straße runter und suche etwas Nützliches. Okay, wir gehen die Straße runter und suchen was Nützliches. Wir gehen diese Straße weiter runter. Zusammen mit Ryder. Warte, wie hieß der Typ nochmal? Ich habe seinen Namen vergessen, weil er so scheiße ist. Oh. Okay. Geil, ein Motorrad. Okay, steht zwar in Flammen, aber. Richtig geil, aber kennt sich hier aus? Nope. Das sieht.
etwas merken. Wieso steht das eigentlich so schwarze Flammen schon? Da sind wir. Das ist doch Area 69. Restricted Area. No Owner Forest Access Allowed. Wir könnten bei denen eine Tasse Tee trinken, oder? Ja, sehr witzig. Die nationale rechte Partei hat gewonnen. Rechtspartei hat gewonnen. Und komischerweise wurde die Gewalteneinteilung eingestellt. Wir sind verloren. Mehr oder weniger. Fahr mal dort drüben hin. Alles klar. Oh, lass mich raten. Das sind Leichensäcke. Ja, das weiß ich. Das weiß ich, dass da Leichensäcke sind. Alter, scheiße, er schießt die. Was? Okay. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wieso... Was? Hä? Wie kann man die... Ja, mit der Munition. Geil. Wir sind... wir werden uns ein Arsenal anfertigen müssen, leider. What? Diese beschissene Politik betrifft leider ganz San Andreas. Wie konnte so etwas überhaupt passieren? Wie? Weil Leute dumm sind. Dies wird hoffentlich nicht in nicht ein Rätsel bleiben. Gut, und was nun? Du weißt, was zu tun ist. Lass uns hier nachsehen, ob diese Farm Nahrung hat. Welche Farm? Auch die Farm, okay. Ey, neues Fahrzeug. Geil. Steig ein, Bro. Let's go. Bist da so ein Fahrzeug geheim, was noch heil ist, anstatt ein Fahrzeug zu haben, was fast komplett kaputt. Lol. Haha, Ghostplane! Ghostplane hat gerade einen Crash gemacht. Geil. Das liebe ich doch. Das liebe ich. Ich liebe es, wenn Ghostplane so Crash machen. Hoffentlich ist da jemand. Oh. FBI. Oh, oh. Okay, scheiß Wichser. Es wird Zeit zu sterben. Tod. Geil. Der nächste bitte. Stirb, du Hurensohn. Wo ist der nächste? Wo ist er? Da. Geil. Hinten, hinten. Wo hinten? Geil, hinten. Ja, nice, nicht von hinten. Tod. Au! Okay. Wir sollten unser Arsenal aufstocken. Alles klar. Mit was denn? Yes! Oh, 10 Munition, okay. Lass mich raten, nochmal 10. Geil. Lass mich raten, nochmal 10. Yeah. Und nochmal 10, ne? Geil. Keine Sorge, wir werden überleben. Ups, das wird kein gutes Ende nehmen. Ich habe gerade aus Versehen das übersprungen. Sieh mal her. Ein Wagen wäre noch viel besser, oder? Den holen wir uns. So, da wird und da fahren wir bis back, bitches! Ah! Puh. Dritte Mission. Let's do this. Wir müssen die rechte Partei aufhalten hier. Mit Vergnügen. Oppositionsbewegung. Jawohl! Oppositionsbewegung. Genau das wollte ich holen. Stehl den Wagen von der Person. Okay, Schutzweste habe ich eh schon. Warum hier zwei sind, keine Ahnung. Let's go, 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 let's go, 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 let's go, let's go, let's go, go, go. Das ist jetzt meiner. Tschüss. Au. Yeah, jetzt geht's ab, Alter. Diese Schrottkiste funktioniert sogar noch. Wer hätte das gedacht? Töte ihn. Wir wollten uns Schutz suchen. In solch einer Krise musst du Schutz genauer definieren. Hauptsache, wir fahren. Da ist der berüchtigte Penisberg. Okay. Begib dich aus der Stadt, aber achte auf mögliche Gegner. Hast du mir etwa auf dem Weg dorthin mir ein paar Gegner platziert? Aha, ich sehe welche. Leben kickte mich niemals, die Schweine. So. Fahren wir mal ein bisschen außen rum hier. Wir möchten ja auf mögliche Gegner verzichten hier. Ah, scheiße, auf die können wir leider jetzt nicht verzichten. Ich hoffe, der Typ kann gut Drive-Pass machen. Oh Gott, zum Glück haben wir keinen Platten. Ah, oh, 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 shit. Ich glaube, ich muss die Pisse von der Hose trocknen.
muss mir die Pisse von der Hose trocknen. Wir erreichen sicher bald ein Dorf. Lass mich raten, Las Brujas. Begib dich weiter Richtung Dorf. Nice! Okay. Vorsichtig, vorsichtig hier. So, wir geben uns doch mal zum Dorf. Blab, 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 blab. Okay. Puh. Okay. Was haben wir hier? Ob das Tank noch funktioniert? Oh Gott, die wollen mir am Arsch hier. Okay, okay. Chill, 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 chill. Ist da überhaupt jemand? Gzuma, Gzuma. Ihr möchtet wohl euren Wagen tanken. Ja, aber aufgepasst, wir sind bewaffnet. Falls ihr auf die Idee kommen sollten. Keine Sorge, ich bin linksorientiert. Geil! Echt? Ja, ich finde die NRP eine reine Katastrophe, nur Schlechtes. Solch einen gigantischen Schaden wird man nie flicken können. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Das hoffe ich. Also ich tanke euren Wagen auf. Getankt. Wie viel möchten Sie dafür? Jungs. Ihr müsst mir nichts zahlen. Geht und sucht Schutz. Wow, vielen Dank. Einmal volltanken, das gratis sogar. Geil, muss ich schon sagen. Nicht schlecht. Steig in deinen getankten Wagen. Okay. Was ist gerade passiert? Oh, da sind wir wieder zurück. Ich will den Grund nicht erfahren, wieso das alles in die Luft geflogen ist, aber... Was zum Fick sollte das? Nein! Lass mal kurz weg von der Tankstelle gehen. Nein! Was soll das? Das war dieser Mistkerl. Ach du heilige Mutter Gottes. Das war ich nicht. Okay. Ich erschieße mich. Lass das, du Trottel. Wir müssen überleben. Nichts macht mehr Sinn. Gar nichts, Junge. Okay. Leck mich. Oh. Nein, danke. Oh. Ich glaube, ich gehe dann mal. Oh, da fliegen gerade welche mit einem Hydrajet. Und das ist ziemlich scheiße sogar. Mein Gott, wie weit denn noch? Alles klar, da hat wohl jemand verloren, verloren, verloren. Okay, was nun? Wir sollten uns einen Unterschlupf suchen. Okay, nichts lieber als das. Dann suchen wir uns einen Unterschlupf, einen Unterschlupf, einen Unterschlupf. Dann suchen wir uns jetzt eben einen Unterschlupf suchen wir. Ich hoffe, Ryder wird nicht überfahren. So, Unterschlupf, nice. Okay. Da hat wohl jemand gefurzt. Geil. Geil. Hotel. Gut geschlafen. Und wie? Vor allem die Flugzeugdrohnen waren schön. Ja, gut. Wo ist jetzt Ryder? Wo ist Ryder? Ich bekomme langsam Kopfschmerzen. Ich will mein altes Leben wieder. Ich spreche mit der Wand. Geil. Oh. Da sind wieder ein paar Einheiten unterwegs.
Eliminiere die NRP mit. Ah, Gott fucking. Stirb, du Hurensohn. Ey, du bist der Nächste, komm zurück. Da 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 tot. Der Nächste bitte. Stirb, 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 stirb. Danke. So, wo ist der andere? Hab dich! Du kleiner Wichser. Oh, der hat der Polizei einen Platten geschossen. Geil. Oh, die haben M4s, okay. Das ist natürlich ein bisschen gefährlich, aber beide weinen. Keine Zeit zum Heulen. So, na, Dafarus. Back, bitches! Das mit der Tankstelle hat mich wirklich abgefuckt. Das ist, dass es geplant war, dass es in die Luft fliegt. Das, wo sollte ich das denn wissen, dass das in die Luft fliegt? Interventionismus. Interventionismus. Okay, geil. Okay, die ganzen... Alter, Mann! Klau ein Auto, los! Schiel einen Wagen. Okay, mit Vergnügen. Ryder, komm, 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 bande dir einen Weg weiter. Alright, go, 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 go. Alter, hier fliegt ja alles in die Luft, oder? Okay. Let's, drive away. Let's drive away. Oh Gott, nein. Böse. Oh, dein fucking... Ich habe ein sehr schlechtes Gefühl bei dieser Sache. Los, verreck in der Hölle. Jawohl, der kippt um. Jawohl. Verreck. Verreck in der Hölle. Wo ist er? Oh, der ist nicht... Okay. Ach, die verfolgen uns. Ich dachte schon, warum der Typ schon in mich reingefahren ist. So, dann fahren wir mal kurz weg. Ich bin so dran gewöhnt. Jetzt... Oh mein Gott. Mittlerweile MTA zu zocken. Und immer, ich versuche immer rechtsklick zu machen, damit ich Drive-Wise mache. Und oh mein Gott, scheiß Police Officers. So, da sind wir. What the fuck? Oh oh. Oh oh. Holy shit. Oh, what the f. Wir müssen nach San Fierro, müssen San Fierro reichen. Gegen wen kämpfen die da? Okay, gegeneinander kämpfen die. Fahr bei der Brücke durchs Militär, komm schon. Ich glaube, San Fierro ist keine gute Idee, weil. Egal, ich sag lieber nichts. Nein! Dann wechseln wir doch mal die Fahrbahn. So schlau wie wir sind. Fahr, 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 fahr. Oh, warte, ich muss sie töten? Oh, es fliegt in die Luft, geil. Was muss ich hier machen? Shit! Ach, ich muss... Ah, das sind Checkpoints. Jetzt verstehe ich das. Militär! Einfach durch. Alter. Das erreiche San Fierro. Tschü. Wie viel Action hier ist auf einmal. Alter. Leck meine Eier. Oh. Du hast die Stadt San Fierro erreicht. Sozialdemokratische Soldaten dienen hier als Schutz. In jeder Situation werden sie probieren, dich zu beschützen. Ach, das heißt, das Militär hat sich nicht gegenseitig bekämpft, sondern... Ah, okay. Sollst du sie jedoch angreifen, wenn sie alles daran setzen, dich zu eliminieren. Suche einen Unterschlupf, achte auf Gegner. Alles klar. Sozialdemokratische Soldaten. Aha, also Soldaten, die sich noch gegen das... Rechtssystem der rechten Partei sich wehren, ne? Geil. Finde ich wirklich knorke. Okay. Die sitzen und reden nicht miteinander. Der eine guckt den anderen an, aber der andere guckt nicht den anderen an. Wir sind zu alt für diese Scheiße. Ihr seht doch... Ach, ich sag nichts. Warum? Was warum? Oh, jetzt fangen die wieder an rumzuzicken. Sieh uns doch an. K-
Kämpfen und kämpfen und kämpfen. Für was? Gewalt ist nicht die beste Lösung, Kinder. Wieso sollen wir weitermachen? Wieso? Wieso nicht? Wieso schon? Wo führt das hin? Kämpft für die Gerechtigkeit. Es führt zur Hoffnung. Es führt dorthin, dass genau das passiert. Verstehe. Ich muss mich hinlegen. Traurige Geschichte von zwei Freunden. Und die NAP hat die Macht ergriffen hier. Es liegt auch daran, dass die Leute zu blöd waren und den Typen einfach gewählt haben. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, auf zur vorletzten Mission. Schicksalsschlag. Geil, jetzt wird gefistet. Also so hört sich das nämlich an. Oh shit, okay. Alarm, Alarm. Nicht schon wieder. Wir müssen hinten raus. Oh nein, die Triaden. Oh, wir sind umzingelt. Jetzt wird gefistet. Tot. Oh. Ach du Scheiße! Okay, Rückzug. Munition stehlen, danke. Ich habe jetzt nicht mit so vielen Gegnern gerechnet. Her mit der Munition. Ich brauche jede Munition, die. Oh shit. Erstmal Munition aufgestockt hier. Ey, du da hinten! Ja, genau du! Stück Scheiße! Komm, at me, Bro! Kommst du? Wow, der bleibt stehen. Okay, dann will das eben auf die Tour, ne? Stirb, du fucking Hurensohn. Stirb, 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 stirb. One Tap des Todes. Vernichte die übrigen. Alles klar. Stirb. Stirb. Oh mein Gott. Boah, was passiert hier? Die Bürgerwehr hält dich für einen Angreifer. Och nein, ernsthaft? Vernichte die Sozi Oh, Scheiße. Euer Gott, verdammter Ernst. Warte, treffe ich den überhaupt? Was zum Fick? Oh. Stirb. Und jetzt haben wir noch die Sozialdemokraten hier am Hals. Ah, oh, Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah, nervig. Ey, du. Willst du an meiner M4 saugen? Geil. So. Die nächsten bitte. Dame, ich würde da weggehen, wenn ich sie wäre. Sie schießen einfach auf Zivilisten, einfach wie. Hört auf, mich im Hintergrund abzustupsen. Achtung. Ein Panzer kommt, probiere ihn zu zerstören. Was? Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Oh, Scheiße! Das bringt nichts! Das bringt überhaupt nichts! Schnell auf den Berg! Go, 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 go! Renn, 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 renn! Back dich hoch! Was muss ich machen? Oh Gott! Lauf! Run! Da, 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 da! Bruh. Bruh, genau das denke ich auch. Oh Mann. Lauf, 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 bevor der Panzer dich kriegt. Bevor der Panzer dich kriegt. Und der steckt geblieben. Geil. Auto, 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 geil. Auto, geil. Geil.
Wir lassen ein offenes Auto hier einfach stehen. Ich will nicht mehr. Oh Gott, der Panzer ist da. Tötet mich endlich! Rette deinen Freund. Oh Gott. Oh shit. Das ist traurig. Der Typ hatte einfach keinen Bock mehr zu leben. Eine Vergeltung. Alter. Vernichte ein für alle Mal die korrupte Regierung. Ach du Scheiße. Ihr werdet alle sterben. Stirb, du Hurensohn. Stirb, stirb. Ihr Fakten. Ihr fucking korrupte. Was weiß ich. Stirb in der Scheißhölle. Verreck dort. Stirb. Lutsch die Eier von Satan. Was weiß ich. Boah, diese verdammten Hurensöhne. Ja, du bist der Sheriff, schön, Fettasch auch tot. Oh Gott. Jetzt kommt Torino höchstpersönlich und will mich wissen, oder was? Tötet den. Oh mein Gott, der hat eine Panzerfaust. Er darf nicht in meine Nähe kommen. Oh Gott. Her damit. San Analytic. I need another story, something to get off my chest. My life gets kinda boring, need something that I can confess. Pillow my sleeves are stained red from all the truth that I've said. Come by it honestly, I swear. But you saw me wink, no, I've been on a brink. So tell me what you want to hear. Something that will light those ears. I'm sick of all the insincere. So I'm gonna give all my secrets away this time. Don't need another perfect light. Don't care if critics ever jump in line. I'm gonna give all my secrets away. My God, amazing how we got this far. It's like we're chasing all those stars. We're driving shiny big black cars. Yeah, and every day I see the news. All the problems that we could solve. And when a situation rises, just write it into an album. Send it straight to gold. But I don't really like my flow, no. So tell me what you want to hear. Something that will light those ears. Sick of all the insincere. So I'm gonna give all my secrets away this time. Don't need another perfect lie. Don't care if critics ever jump in line. I'm gonna give all my secrets away. Keine schlechte Story, Leute. Die war nicht schlecht gemacht. Die war wirklich gut. Die war wirklich gut. Und sinnvoll auch gehalten. Mm-hmm. Got no reason, got no shame, got no family, I can't blame. Just don't let me disappear. I'ma tell you everything, so tell me what you want to hear. Something that will light those ears. I'm sick of all the insincere. So I'm gonna give all my secrets away this time. Don't need another perfect lie. Don't care if critics ever jump in line. I'm gonna give all my secrets away this time. Something that will light those ears. Sick of all the insincere. So I'm gonna give all my secrets away this time.
Don't need another perfect life. Don't care if critics ever jump in line. I'm gonna give all my secrets away. Kein schlechtes Ende. Gutes Ende. Gutes Outro. All my secrets away. All my secrets away. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Die Storyline war sehr gut und ja, ich kann mich jetzt nicht darüber beklagen und ja, ich würde dann mal sagen, wir sehen uns dann nächste Woche Mittwoch zur nächsten Mission wieder, falls welche kommen werden und wenn nicht, dann mache ich einfach das DxOM Staffel 3 Finale und dann ist das Format dann komplett gestrichen. Und ja, wir sehen uns zum nächsten Video wieder. Bis dann.